In rund 180 Tagen beginnt in Aue-Bad Schlema der Tag der Sachsen 2020. Am Mittwoch dieser Woche gab es die Auftaktpressekonferenz in der Landeshauptstadt. Mit dabei hatten die Erzgebirger die Symbolfiguren für das Großereignis. Neben Bademädchen und Blaufarbenwerker trat erstmals auch die Marschallin des Festumzuges mit Dreispitz und Marschallstab in Erscheinung. Ines Schiek von der Wirtschaftsförderung ist in die Rolle geschlüpft und tatsächlich auch die Leiterin der AG Festumzug. Im Landtag stellten der Präsident des Kuratoriums Tag der Sachsen, Landtagspräsident Dr. Matthias Rösler, der Oberbürgermeister der Stadt Aue-Bad Schlema, Heinrich Kohl, sowie der Projektleiter für den 29. Tag der Sachsen, Steffen Möckel, die Gastgeberstadt vor. Gezeigt wurde unter anderem ein Imagevideo über die Gastgeberstadt. Bekannt wurde bei dieser Gelegenheit unter anderem, dass der Anmeldeschluss für Vereine bis Ende März verschoben wurde. So kommen alle Vereine, die sich jetzt noch melden, auch in den Genuss bestimmter Förderung für Anreise und Verpflegung. Kosten für Standgebühren entstehen den Vereinen in den allermeisten Fällen nicht. Bisher haben sich 210 Vereine für den Tag der Sachsen vom 4. bis 6. September 2020 in Aue-Bad Schlema gemeldet. Bei der Präsentation in Dresden kamen natürlich auch verschiedene Merchandising-Produkte auf den Tisch. Manches schmeckt süß, anderes ist hochprozentig.